Es gibt im Verkauf letztendlich nur zwei Gründe, warum jemand, eine Person, eine Firma dazu bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen und dieses Geld einzutauschen gegen eine Dienstleistung oder gegen ein Produkt, also Güter. Und diese zwei Gründe sind entweder Leidensdruck, also weg von, oder hin zu Leidenschaft, Begeisterung. Und deswegen ist es so wichtig, dass du den Menschentyp, den du ansprichst, mit anderen Worten deine Zielgruppe, vorher definierst und möglichst auch segmentierst, dass du dann genau weißt, wen du mit welcher Ad oder mit welcher Werbeanzeige ansprichst, beziehungsweise wenn du dann zum Beispiel im One-to-One, also in der Telefonakquise mit jemandem telefonierst, dass du vorher schon ein bisschen weißt, was für ein Menschentyp das sein könnte. Ich gebe noch mal ein paar Beispiele. Unternehmer versus Angestellter. Ein Unternehmer tickt völlig anders wie ein Angestellter. Wenn du jetzt einen Geschäftsführer sprichst, eines kleineren Unternehmens, der auch gleichzeitig Inhaber und Gründer ist, tickt der wieder ganz anders wie ein Aufsichtsrat von einer größeren Firma oder ein Geschäftsführer von einer größeren Firma, der dort letztendlich auch wieder nur ein Angestellter ist. Wenn du einen Sportler, wenn du vorher feststellen kannst, deine Person, deine Zielgruppe, mit der du ins Gespräch kommst, ist ein Hochleistungssportler zum Beispiel. Ein Hochleistungssportler ist ein Menschentyp, der sich absichtlich aus seiner Komfortzone kontinuierlich herausbewegt. Ja, der es liebt, Unbequemlichkeit, der proaktiv Unbequemlichkeit aufsucht. Ja, so ein Menschentyp, das sind, ich würde mal behaupten, die Minderheit der Menschen da draußen. Die meisten sind sozusagen seit Urzeiten darauf hin programmiert, sich immer den bequemsten Weg zu suchen. Ja, also Hochleistungssportler oder Leute, die viel Sport machen oder sehr nicht nur sehr viel Sport machen, sondern auch sehr, sehr ernsthaft Sport machen, also schon, sagen wir mal, irgendwelche Pokale gewonnen haben oder irgendwelche Meisterschaften oder sowas. Wenn du sowas zum Beispiel auf einem LinkedIn oder auf einem Xing-Profil ersehen kannst oder sonst wo auf Social Media ein bisschen recherchierst, eine ganz bestimmte Person, wenn es eine wichtige Person ist, dann lohnt sich das auch ein bisschen Recherchearbeit reinzustecken. Dann kannst du davon ausgehen, dass es eine Person ist, die sich nicht davor scheut, ja, die Komfortzone zu verlassen. Und mit so jemandem zu sprechen und jemandem was verkauft, so jemandem was zu verkaufen, ist wieder was anderes, als wie jemandem was zu verkaufen, der letztendlich eher ein bequemer Mensch ist. Und so ist es eben ganz, ganz wichtig zu unterscheiden mit der Person oder mit der Firma, wo du gerade sprichst und der du gerade was verkaufen möchtest. Egal was. Befindet diese Person oder diese Firma sich gerade unter starkem Leidensdruck oder hat die gerade Beweggründe, die aus Leidenschaft stammen, aus Begeisterung, weil sie hin zu irgendwas wollen, ja, irgendwas Bestimmtes, irgendwelche bestimmten Ziele erreichen wollen. Und das ist also ganz, ganz wichtig und letztendlich relativ banal, aber trotzdem sehr, sehr wichtig und ein Punkt, den man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte. Nicht nur im Verkauf oder im Marketing, sondern grundsätzlich im Leben, wenn man im Umgang mit Menschen sehr, sehr hilfreich. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Bye, bye.